jetzt muss ich was anderes machen, wo ich nicht gut drin bin, was mir keinen Spaß macht. Habe ich was falsch gemacht? Ich sitze das aus. Ich bin für Change, vielleicht vorab gesagt. Das ist ein Mitarbeiter, der ist total veränderungsbereit. Flexibel. Man könnte sogar sagen, entwicklungshungrig. Aber die Frage ist ja, wie viel Veränderung hält so ein Mitarbeiter eigentlich aus? Jetzt habe ich dieses Gehirn auch mitgebracht, weil es ja um Veränderung geht. Und die Frage ist ja, wie funktioniert das da oben im Oberstübchen mit der Veränderung? Und jetzt kommt ein gravierender Fehler, der leider ganz oft passiert. In den Firmen gern genommen, aber auch im Privatleben. Und die Psychologie hat das sehr gut untersucht. Nämlich, sie hat einen Begriff dafür gefunden und dieser Begriff heißt False-Hope-Syndrom. So, und wenn man das jetzt zusammenfasst, gibt es eigentlich nur eine Konsequenz, nämlich Change-Diät. Change-Diät heißt fokussieren und Maß halten. Wenn das passiert, wenn diese Dinge beachtet sind, dann tut es Mitarbeitern wie diesen hier absolut gut. Und dann kann sich aus diesem Mitarbeiter auch etwas Wunderbares entwickeln.